So, dear listeners, dear students, I welcome you so much to our next lecture, Scientific Presentations in Biology. So, what we will start today? I will start, of course, with some general vocabulary of scientific presentations, vocabulary in presentations and discussions. Let me change to German. Sie wissen bereits aus der letzten Vorlesung, dass ein Manuskript, bevor es gedruckt wird, eigentlich an Gutachter geschickt wird. Und Sie werden sich erinnern, das habe ich in der letzten Vorlesung schon gezeigt. Sie wissen, dass die Gutachter überprüfen, ob Ihr Manuskript gut lesbar ist, ob es wissenschaftlich korrekt ist. Und Sie können fordern, anonym natürlich, ein Manuskript zu überarbeiten. A figure might be included, the paragraph might be shortened, or the information should be included in the manuscript. Das sind Dinge, die ein Gutachter auf jeden Fall fordern kann. Man erwartet das sogar. Lassen Sie mich ein bisschen fortfahren. Was erwarte ich noch von einem Gutachter? The sentence should be omitted. Der Satz sollte gestrichen werden. The paragraph might be rephrased. Der Absatz sollte oder könnte formuliert werden. Something should be described in more detail. Irgendetwas sollte detaillierter beschrieben werden. The information on something might be added. Die Information könnte hinzugefügt werden. Also das sind Dinge, die ein Gutachter auf jeden Fall fordern kann, fordern muss. So, ich lese es noch einmal vor. The sentence should be omitted. The paragraph might be rephrased. Something should be described in more detail. And the information might be added. Das behalten wir auf jeden Fall im Kopf, weil wir es heute etwas später brauchen werden. Lassen Sie mich fortfahren, diese Sachen erstmal zeitlegend mit der Zellbiologie, die uns auch heute noch interessieren soll. Zellbiologie. Additional Vocabulary. Was sollte man noch beherrschen, beherzigen, um sich zellbiologisch einzuverständigen oder etwas zu erzählen? Ich habe noch in diesem Dia gezeigt ein paar allgemeine Vokabeln ausgewählt und möchte sie Ihnen vorstellen. Ich werde jedes Mal sowohl auf Englisch und die deutsche Übersetzung eigentlich liefern und das werden wir auf jeden Fall beherzigen. Sie finden auch dies als PDF-Dokument und können es natürlich lesen und lernen. Lassen Sie uns ein bisschen anfangen. The protein sequence, die Proteinsequenz. The ribosome, das Ribosom. The secondary cell wall, die sekundäre Zellwand, sollte man auf jeden Fall können und kennen. Stack ist der Stapel. Stroma, das Stroma. Und Structure, die Struktur. Lass mich ein bisschen fortfahren. Trochoid wird im Englischen anders ausgesprochen. Es heißt mit wunderschönem DH Thalagödel. Tonoplast sollte man auch kennen. Tonoplast. Das Trans-Golgi-Netzwerk ist The Trans-Golgi-Network. Togor und Togor-Druck. Ebenfalls ganz wichtig, Togor and Togor Pressure. The Vacuole, die Vakuole. Physiker, auf Englisch, heißt auf Deutsch Physike. Und Wax wird als Wax auf Englisch bezeichnet. Die Abbildung habe ich Ihnen bereits gezeigt. Ich möchte es nochmal kurz erwähnen. Sie sehen, wie eine wunderschöne Ablepsisblüte aussieht. Kelchblätter, Kronblätter, Staubblätter und Narbusgriffel sehen Sie in der Mitte. Und ich habe hier unten
bereits vorweggenommen in situ PCR und zwar konzentrierend auf diesen Bereich da unten. Sie sehen die Kelchblätter, Rezeptakel heißt das, das Innenleben. Sie sehen einen Teil der Kronblätter und da angeschnitten können wir Staubblatt erkennen. In der Mitte sehen wir Narbe und Griffel. Auch das sollten wir nachher wissen und beherzigen. Was können wir nachher sehen? Ich werde Ihnen auf jeden Fall immer wieder zur Illustration eine Abbildung eigentlich einfügen. Die ist hier oben zu sehen. Was kann ich darauf erkennen? Und das wollen wir auf jeden Fall beherzigen. Wir sehen in situ PCR und zwar das gelbe Signal, das Sie hier in den Abbildungen erkennen können. Hierum handelt es sich um ATASP1. ASP ist das Gen, eine Aspartat-Protein-Protease. Es ist die erste, die gefunden wurde. Das hat sie die einzigen bekommen. Und AT heißt Abdiopsis thaliana. Auch das geht in den Namen ein. ATASP1. Und zwar können wir das Signal über in situ PCR generiert in Blattkreuzschnitten, Querschnitten, da und da, beziehungsweise in Blütenquerschnitten hier unten erkennen. Was ist im Detail zu sehen? Die Abbildung Nummer 1 ist Abbildung Nummer A. Die sehen wir da oben nochmal. Hier sind ein paar Zellen aus dem Blatt herausgewählt worden. Leaf Cross Section heißt Querschnitt eines Blattes und zwar von 4 Wochen alten Arabidopsis-Pflanzen. Das ist dies da. Sie sehen das Mesophyll mit zarten gelben Signalen. Deutlich stärker sind die Signale in der Epidermis, EP hier oben, die können Sie hier erkennen. Epidermis zeigt ein ausgeprägteres gelbes Signal, das heißt zum Blattrand hin nimmt das zu. Wir können in Abbildung B, die ist da zu sehen, die ist hier noch einmal rausgegriffen, eine ältere Pflanze uns anschauen. Und zwar 10-week-old plant, eine 10 Wochen alte Pflanze. Und Sie sehen, das Signal ist hier bereits deutlich stärker. Leaf cross-section of 10-week-old Arabidopsis. Wir können hier wiederum Mesophyll sehen mit dem wunderschönen gelben Signal. Sie sehen aufgelagert eigentlich die Epidermiszellen, die sind hier zu erkennen. Das gelbe Signal ist deutlich stärker. Das gelbe Signal sehen wir wunderschön ausgeprägt in Abbildung Nummer C, da zu sehen und hier noch einmal rausgriffen. Was verbirgt sich hier unter? C können wir hier anschauen, Flower Cross Section, ein Kirschen durch eine Blüte. The signals of ATASP1 expression are yellow. Die Signale sind gelb, das wissen wir bereits. And the background color of the tissue is red. Das Signal ist eigentlich rot, was das Gewebe anbelangt. So, und hier arbeiten wir uns ein bisschen durch. Hier sind klein die Kronblätter sehen. Siebe, SP hier oben eigentlich angezeigt. Hier unten noch einmal. Wir sehen einen Teil der Kronblätter, Perl, PT heißt es auf Englisch. Vascular Cells, die sehen Sie hier, vaskuläre Zellen und Mesophyll drumherum und es zeigt alles dieses gelbe Signal. Das sollten wir auf jeden Fall beherzigen und kennen, beherrschen, denn diese Abbildung wird immer wieder eigentlich kommen. Wir werden demnächst in den nächsten Minuten einen Text lesen, der das eigentlich als Basis hat, diese Abbildung, und wir werden das Vokabular dieses Textes ein bisschen genauer kennenlernen. Ich habe hier unbekannte Worte herausgegriffen oder Worte, die wir auf jeden Fall kennen müssen. Was
verbirgt sich dahinter? Das ist Transcript. Das Transkript wird auf jeden Fall im Text eine Rolle spielen. Wir sehen es da, Transcript und Transcript. Der Blütenboden, Receptacle, das wird eine Rolle spielen. Und wir werden hier die Pflanzenbiologie eigentlich treffen. Ich habe es bereits erwähnt, Sepal, das Kelchblatt, spielt eine Rolle. Flower, die Blüte. Signal, das Signal. Und Epidermis. Die Epidermis können wir im Blatt auf jeden Fall antreffen. Wir sehen darüber hinaus das Gewebe. Das kennen wir eigentlich bereits aus der Pflanzenbiologie. The Tissue, das Gewebe. Vascular, vaskulär. Vascular Tissue ist das Leibgewebe. The Surface, die Oberfläche. Gynecium heißt Gynecium. Das sind eigentlich die weiblichen Organe einer Blüte. Griffel, bisschen, ja, eigentlich alles, was zugehört. Gynecium, Gynecium. Das Kronblatt heißt Petal. Die Samenanlage, Ovule. Der Schnitt, the Section. Und der Hintergrund, the Background. Das sollten wir auf jeden Fall kennen. Lass mich noch mal kurz auf Englisch vorlesen. Transcript, Receptacle, Sepal, Flower, Signal and Epidermis. The Tissue, the Vascular, Vascular Tissue, Surface, Gynecium, the Petal, the Ovule, the Section and the Background. So, hoppala. Wir beginnen den Text uns anzuschauen. Wir sehen in diesem Teil die ersten Sätze und die möchte ich Ihnen vorlesen. Die Worte, die ich als unbekannt einschätze, werden Sie blau hinterlegt sehen. Aspartic protease in plant cells. Aspartatproteasen in Pflanzenzellen. So heißt der Text. To obtain information on the cell specificity of expression of the aspartic proteinase ATSB1 in situ PCR was performed in leaf cross-section of autopsies at the ages of 4 and 10 weeks. So, das sind die ersten Worte. Sie können die unbekannten Worte noch einmal hier unten sehen. Aspartic protease oder proteinase. Das ist beides das gleiche und heißt Aspartatprotease und Proteinase. Plant oder plant, so wie sie es bevorzugen. Die Pflanze sind sie im oberen Teil. And the cell, die Zelle, kommt ebenfalls in der Überschrift vor. To obtain heißt erhalten. Cell specificity, expression. Genexpression, Leaf and Leaves, Blatt and Blätter, Cross-Section, der Querschnitt, das kennt man als Epidermal, Epidermal, The Finger, Abbildung and Mesophyll, das Mesophyll. Was würde diese ganzen Worte eigentlich berücksichtigen, der erste Satz heißen? Um die Zellspezifität der Expression der Aspartatprotease ASP1 eigentlich zu untersuchen, um die Information zu erhalten, wurde ein In-Situ-PCR in Blattquerschnitten von Orbidopsis im Alter von 4 und 10 Wochen durchgeführt. In the 4-week-old plants, ATSP1 signals could be detected in epidermal cells. Die Figure below. Was verbirgt sich denn da? In 4 Wochen alten Pflanzen waren die ATSP1-Signale in epidermalen Zellen sicher und es wird auf die Abbildung, die wir bereits perfekt kennen, verwiesen. In 10-week-old epidopsis signals were found in epidermal cells and neighboring mesophyll cells. In 10 Wochen alten Apidopsis-Pflanzen wurde das Signal in der Epidermis gefunden
und im benachbarten Mesophyllzellen. Wir wollen auch diesen Teil benutzen, um uns Gedanken zu machen, wie Schlüsselworte aussehen könnten. Die Schlüsselworte sind sehr wichtig. Sie wissen es, wenn Sie einen Text eigentlich einreichen, dass er gedruckt werden soll, brauchen Sie die Schlüsselworte. Wir brauchen die eigentlich, um über diesen Text reden zu können. Ich habe auch hier blau das hinterlegt, was wir als Schlüsselworte berücksichtigen können. Und die schlage ich Ihnen vor. Sie mögen auch andere auswählen. Also ich hätte die Cell Specificity ausgesucht. Die sehen Sie oben. Aspartic Proteinase, ATASP1, das ist der Name des Gens, was untersucht wird. Aspartatproteinase, ASP1. In situ PCR, um zu zeigen oder mich zu erinnern, welche Methode eingesetzt wurde. Essentium Cross-Sections, Querschnitte, of Arabidopsis, and we use 4-week-old plants. Ich habe die Epidermal Cells als wichtig empfunden und das Schlüsselwort eigentlich ausgewählt, and 10-week-old Arabidopsis. Das auf jeden Fall finde ich auch wahnsinnig wichtig. Lass mich die Keywords noch einmal zusammenfassen. Ich habe ausgesucht Cell Specificity, Aspartic Proteinase, ATASP1, In Situ PCR, Cross Sections of Arabidopsis, 4-week-old plants, Epidermal Cells and 10-week-old Arabidopsis. Das sind für mich die Schlüsselworte. Wie würde ich die einsetzen? Die sehen Sie hier im oberen Teil auch einmal. Das sind die Schlüsselworte. Den Text habe ich eigentlich zu unserer Erinnerung beigefügt. Wir würden den später eigentlich außen vor lassen. Wir würden den nicht mehr sehen. Wir würden uns anhand der Keywords durchhangeln und erklären, was ist eigentlich wichtig gewesen. Lass mich auf Englisch ganz kurz zusammenfassen, wie ich den Text mit allen Worten eigentlich wiedergeben würde. Es handelt sich im Text um aspartic proteinase in plant cells and it was analyzed what's the cell specificity of expression of this aspartic proteinase. In detail it is named ATASP1. So, and CTPCR was just used and performed in cross-sections of Arabidopsis at two different ages, in 4-week-old plants and in 10-week-old plants. Sequences were obtained. You see the figure over there. The background of the tissue is red, whereas you see in yellow the signals. And they were especially visible in the leaves and in flowers in the epidermal cells, and they were detectable in mesophyll cells as well. Das eigentlich in Kurzform das, was in diesem Text wiedergegeben wird. Lasst sie uns, da uns Text natürlich brennend interessiert, durchlesen, was ist eigentlich noch in diesem Text passiert, was ist wichtig. Lass mich ein bisschen fortfahren. In addition, transcripts were detected in receptacles and sepals in flower cross-sections. Man hat also die Transkripte gefunden im Blütenboden und auch in den Kronblättern, in Querschnitten der Blüten. In receptacles, ATASP1 was expressed in almost all cells, with the signal intensity increasing towards the epidermis and the neighboring mesophyll cells. Was könnte das auf Deutsch heißen? Im Blütenboden hat man in nahezu allen Zellen
ATSP1 gefunden, und zwar mit Signalintensitäten, die sich in Richtung der Epidermis verstärkt haben und auch in benachbarten Mesophyllzellen sehr stark eigentlich ausgeprägt war. In addition, strong signals were detected in the vascular tissue. Zusätzlich hat man starke Signale im Leitgewebe gefunden. Lasst mich noch einmal die unbekannten Worte erwähnen, weil die wirklich wichtig sind. Wir wollen sie lernen und beherzigen. Zu Transcript. Das Transkript sehen Sie hier unten noch einmal aufgeführt. Receptacle, den Blütenboden, schätze ich hier als unbekannt ein. The sepal ist das Kelchblatt. Flower, die Blüte. Signal, das Signal. Epidermis, Gewebe, Tissue, vaskulär, heißt vascular, und das Leitgewebe, vascular Tissue. Und auch dies gehört zum Text dazu. Lass mich kurz das vorlesen. In comparison, only weak signals could be detected in sepal cells with an increased signal strength at the surface of the sepals. Man hat also in den Kronblättern nur ein Schwachsignal gefunden, dessen Intensität zur Oberfläche der Kronblätter eigentlich zunahm. In the figure below, a flower cross section focusing on a gynecium and on pearls is shown. In der Abbildung unten können Sie sehen ein Gynecium und die Kronblätter. In pearls, the ATSP1 signals for mostly concentrated in epidermal cells. In the gynecium, signals could be detected particularly in epidermal cells and in the ovules. Lassen Sie mich kurz auf Deutsch eigentlich nochmal Revue passieren, was in diesem Satz passiert. In Kronblättern können wir das Signal von ATSP1 sehen, und zwar hauptsächlich in Epidermiszellen, im Gynecium und darüber hinaus in Epidermis und in den Eianlagen, Ovule-Samenanlagen, können wir das Signal eigentlich detektieren. Ich habe die Aufgabe Nummer 3 aufgenommen. Die verlässt ein bisschen die Diskussion. Ich habe heute noch mal eingeschoben, das Begutachten eines Artikels. Also das soll uns heute auch interessieren. Auswahl eines wissenschaftlichen Artikels, das können Sie gerne zu sich eigentlich vornehmen. Ich habe Ihnen den Text bereits vorgegeben. Und Sie stellen sich bitte vor, dass Sie Gutachter sind dieses Artikels. Und also Sie formulieren 3 Kritikpunkte oder 3 Vorschläge zu dem Text, den Sie gelesen haben. Das können Sie mit allen Texten eigentlich außerhalb der Vorlesung durchführen. Im Rahmen der Vorlesung möchte ich diesen Text eigentlich zugrunde legen, den ich Ihnen vorgelesen habe. Wir überlegen uns, was wir jetzt gehört haben, 3 Kritikpunkte oder 3 Vorschläge. Sie wissen, Reviewing a Manuscript, das können wir bereits. Was könnte ich durchführen? Ich könnte vorschlagen, dass eine Abbildung eingefügt werden soll. A figure might be included, the paragraph might be shortened, or the information should be included in the manuscript. Das sind auf jeden Fall Dinge, die Sie als Gutachter fordern dürfen und können. Und auch die in dieser Abbildung gezeigten Sätze sind etwas, was Sie im Gutachten eigentlich anfügen können. The sentence should be omitted. Ein Satz könnte gestrichen werden. The paragraph might be rephrased. Ein Abschnitt oder Absatz kann anders formuliert werden. Something should be described in more detail. Etwas kann in größerem Detail, also detaillierter eigentlich dargestellt werden. And the information might be added. Die Information kann hinzugefügt werden.
Das überlasse ich natürlich Ihnen zu überlegen, ein Text Ihrer Wahl oder Text, den ich vorgestellt habe, was kritisiert werden könnte. Und ich habe Ihnen aber ein paar Sachen vorgestellt. Also, mein Vorschlag wäre, dass Sie eine zusätzliche, einen anderen Tool fahren, another method. So, then CTRPCR was used and another method might be used as well. You might ask for as a tissue. Es wurde aufs Blatt konzentriert, es wurde die Wurzel gezeigt, Quatsch, die Blüte gezeigt. Sie können sagen, Wurzel zum Beispiel, was ist denn da passiert? As a tissue. Figure on Silex. Das sind Pflanzen, die eigentlich am Ende ihres Lebens angekommen sind. Sie können Schoten bilden. Houses in Silex. Das ist nicht in diesem Text gezeigt worden. Other plant age, you can ask for other plant age. 4-week-old and 10-week-old plants were just used. You might just ask for even other ages. So, everything was just done in Arabidopsis. How is this in other plant species? You might ask for this. The figure, that one, of 4 weeks might be omitted. Man könnte das auch weglassen und sich auf die 10 Wochen alten Pflanzen fokussieren. Show signals in ovules in more detail. Die könnten, die sind hier oben, eigentlich angeschnitten. Sie könnten sagen, ach, die Samenlagen, die möchte ich noch detaillierter sehen. Show signals in ovules in more detail. Description of signals in flowers might be shortened. Das könnten Sie auch als Gutachter fordern, dass eigentlich der Bericht gekürzt werden könnte. Signale, Signals and Flowers, das könnte auch kürzer darstellen. A graph of Signals might be included. Sie könnten fordern, dass man zusätzlich dieser NCTPCR eine Grafik eigentlich zeigte, um nochmal zu demonstrieren, wo die Signale vorkommen. Also auch das wäre eine Möglichkeit, also das von meiner Seite aus ein Vorschlag, eigentlich so ein bisschen so grundlegend, was man fordern kann. Ob ich es jetzt in diesem Text fordern würde, das sei dahingestellt. Also das sind zum Beispiel einige Möglichkeiten, ich überlasse es Ihnen, was wir letztendlich auswählen wollen. Das habe ich Ihnen bereits vorgestellt. Es ist wahnsinnig wichtig. Ich möchte noch einmal durchflippen. Dieses Vokabular für die Zellbiologie sollten wir auf jeden Fall kennen, sollten wir beherrschen, berücksichtigen. Lassen mich noch einmal es kurz erwähnen. Production Sequence habe ich Ihnen vorgestellt. The Ribosome, das Ribosom. The Secondary Salvo, Stack, Stroma and Structure. The Siloquid, the Chromoplast, the Transcoding Network. Ich habe Ihnen Troga und Troga Pressure vorgestellt, the Vacuole, the Vesicle and the Vex. Meine Bitte an Sie, dass Sie das auf jeden Fall können, kennen sollten. Lassen mich an dieser Stelle eigentlich aufhören. Wir freuen uns auf die nächste Vorlesung, Development, wo wir die Zellbiologie eigentlich verlassen werden. Zwei Dinge beherrschen wir bereits, Zellbiologie und Pflanzenphysiologie. Lassen Sie uns in der nächsten Vorlesung darüber hinausgehen und in ein Altersgebiet hineinschnuppern. Da freue ich mich bereits sehr drauf. Und ich sage an dieser Stelle Tschüss zu Ihnen, bis zum nächsten Mal.